So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir waren heute im Netto und habe ich was ganz Besonderes entdeckt, und zwar Effect Energy, aber nicht irgendein, sondern zwei besondere Sorten, die auch limitiert sind. Limited Edition von Effect Energy. Energy, wisst ihr ja, dürft ihr gar nicht trinken, sonst fliegt er in der Gegend rum. Das ist richtig brutal. Was es für zwei Sorten sind, zeige ich euch jetzt. Aber erstmal kurz fürs Thumbnail reinhalten. Ich habe nämlich zweimal zwei Dosen gekauft. Das ist einmal das Grüne und das ist einmal dieses Rosane. Warum das rosa ist, seht ihr gleich. Aber erstmal fürs Thumbnail ist mit der Belichtung hier anders. Denn, bin ja andere Wohnung, sonst was. Müsst ihr euch mal angucken. Das Grüne ist Coconut Blueberry. Steht hier drauf. Coconut Blueberry. Kokos, habe ich gesehen, habe ich direkt gedacht, das muss ich mitnehmen, das muss ich unbedingt mal testen. Liebe Kokosnuss, Kokosnusswasser, alles was damit zu tun hat. Und das andere, das pinke, das rosane, ist Bubblegum. Effect Bubblegum. Wir haben wieder zwei Dosen. Wir werden im normalen Berliner Luftgläschen testen und wir werden beide Dosen zusammen probieren aus dem auf die dicken Bierglas. Und damit ihr auch mal was seht, Adi ist auch am Start, Adi ist da, da steht eine PlayStation 5, die einfach nur Staub fängt, da wurde noch nie drauf gespielt sozusagen, und ansonsten seht ihr hier, neue Location, da ist ein Block, da ist ein Fenster, das ist alles hier, aber egal, denn das soll nicht die allererste Folge Ramses Kitchen sein aus der neuen Wohnung, das muss ich aber jetzt trotzdem fix drehen, damit ich das trinken kann. Wir nehmen uns also mal Bubblegum, denn da denke ich, das schmeckt wahrscheinlich wieder komplett süß. Künstlich füllen wir Bubblegum ein, denken vielleicht ist es ja ein bisschen rosa, es ist aber blau. Na gut, könnte Blueberry sein, beim anderen ist Blueberry drin, aber hier steht Bubblegum drauf. Guckt euch die Farbe an, sieht das nicht herrlich aus? Wir können es auf jeden Fall hier hinhalten, das passt mit der Belichtung, dass man sieht, dass das eine schöne bläuliche Färbung hat. Habe ich auch in den Kühlschrank gestellt. Was ich sonst bei mir nie hatte, irgendwas mal in den Kühlschrank stellen. Schmeckt richtig wie Bonbonwasser. Also richtig so wie Wasser, komplett Wasser mit einer extrem Süße hinterher. Der Geschmack ist also nicht die ganze Zeit präsent, wie wenn du jetzt eine Orangenlimonade trinkst, sondern hat eher irgendwie was Beruhigendes, Erfrischendes, Wässriges, aber mit so einer Süße hinterher, die schon wieder so mega künstlich wirkt. Limited Edition Effect Bubblegum. Schmeckt natürlich nach Bubblegum, also den Geschmack haben sie gut hingekriegt. Aber würde mir, wenn ich jetzt die ganze Zeit so trinke, da reicht mir auch ein Leitungswasser oder irgendwas. Selta Wasser, da habe ich das ohne diesen Nachgeschmack. Wäre schöner, wenn man beim Trinken bei jedem Schluck dieses Gefühl hat. Das wäre Bombe. Dann nochmal Coconut. Coconut Blueberry ist also auch gemischt, zwei Stück. Das dürfte jetzt genau die gleiche Farbe haben. Genau, das ist kein Bubblegum, aber da ist ja Blueberry drin, deswegen hat es auch die gleiche Farbe wie der Rest. Halten wir mal hier hin, Adi sitzt dort. Seht ihr das? Das ist im Prinzip auch die gleiche Farbe, Coconut Blueberry. Riecht extrem nach Blueberry, Coconut riecht man leider gar nicht. Aber einen Shot genommen und jetzt merkst du auch leicht diese Kokosnote, die sich auf der Zunge breit macht. Ist interessant. Schmeckt für mich irgendwie ein bisschen präsenter als das Bubblegum. Das heißt, Bubblegum würde ich nicht nochmal kaufen. Coconut Blueberry würde ich vielleicht sogar die Chance geben, das Ganze nochmal zu testen. Und jetzt möchte ich das alles hier in das auf die dicken Bierglas einfüllen und einen Shot zusammennehmen. 0,33 Liter sind da drin, immer in einer Dose. Jetzt haben wir hier 0,5 Liter in dem Bierglas. Wir füllen das jetzt mal auf, so dass wir vielleicht beide Dosen reinkriegen. Das sieht gut aus. Die eine ist schon leer, die andere ist auch leer. Das ist doch perfekt. Und jetzt haben wir hier ein auf die dicken Bierglas. Guckt euch das mal an, wie toll das aussieht von der Farbe her. Das müssen wir fürs Thumbnail, glaube ich, reinhalten. Das auf die dicken Bierglas mit den Dosen. Und da muss noch irgendwo Ramses Kitchen hin.
So, so können wir das fürs Thumbnail machen. Jetzt würde ich sagen, trinken wir einfach beides zusammen. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Das ist die erste Folge, die ich hier in der anderen Wohnung drehe. Aber das wird nicht als erste Folge hochgeladen. Prost. Enough talk.